Zur Psychoanalyse der Klimakrise. Und bevor jetzt die Befürchtungen auftreten, oh je, jetzt erklärt uns der Wiener die Psychoanalyse, keine Angst. Ich weiß schon, dass man Psychoanalysen nur von Personen machen kann und nicht von Ereignissen oder Zuständen oder Situationen. Es geht eher darum, wie wir mit den Krisen, die denen wir derzeit begegnen, umgehen. Im Klartext geht es darum, warum macht uns die Pandemie, die durchaus bewältigbar erscheint, solche Angst, und die Klimakrise, die viel weniger bewältigbar erscheint und viel größer ist und viel bedrohlicher ist in Wirklichkeit, warum macht uns die viel weniger Angst oder scheinbar viel weniger Angst? Es ist auf der einen Seite, glaube ich, längst klar, dass die Klimakrise ein wissenschaftlich bewiesener Fakt ist. Kein wirklich seriöser Wissenschaftler bestreitet heute noch, dass die Klimakrise da ist und dass, wenn wir nicht demnächst etwas ganz Grundlegendes unternehmen, dann wird es hier sehr ungemütlich werden. Das ist insofern erstaunlich, als auch die Pandemie zwar uns sehr ungemütlich erscheint, aber erstens wird die Pandemie niemals die ganze Menschheit umbringen. Auch die Grippen, die spanische Grippe, hat zwar 20 Millionen Menschen umgebracht, das ist ganz viel, aber es hat nicht irgendwie menschheitsbedrohend gewirkt und ähnlich. Diese Pandemie, wir haben schon Impfungen entwickelt, wir können uns wehren, es wird viele Tote geben, aber das wird machbar und regelbar sein, wir werden das bewältigen. Dennoch ist alles voll mit der Angst und der Unsicherheit, und das, was uns wirklich bedroht, nämlich die Klimakrise, das scheint ignoriert zu werden. Und das hat eben psychische Gründe. Die menschliche Seele, die Psyche, hat durchaus Grenzen von dem, was man ihr zumuten kann. Auch in der Vorstellungskraft. Also, wenn wir heute hergehen und sagen, wir müssen zwar nur eine Zeit lang, aber wir müssen uns einsperren, solange bis die Pandemie vorbei ist, dann ist das zwar sehr belastend für die Psyche, aber das ist zum Aushalten. Mit Problemen und mit Fehlern, und die nicht so gesund sind, halten sie nicht so gut aus. Die Vorstellung, dass, wenn wir nicht unsere gesamte Art, mit dieser Welt umzugehen, grundlegend ändern, und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit, dass dann die ganze Show sicher den Bach runtergehen wird, das ist viel schwieriger und das ist viel schwerer bewältigbar. Und wir wissen aus Kriegen und Katastrophensituationen, dass die menschliche Psyche sehr wohl nicht alles aushält. Es gibt Grenzen der Belastbarkeit, wenn man das mit einem Rechner vergleicht. Es gibt Kapazitätsgrenzen, gewisse Dinge laufen auf einem Rechner noch, und wenn man ihn zu sehr belastet, dann raucht er einfach ab. Und Menschen reagieren ähnlich. Sie werden verrückt. Sie verlieren den Verstand, sie machen Tilt. Ganz großes, schweres System-Tilt. Und das ist auch nicht reversierbar in sehr vielen Fällen. Um dem zu entgehen, gibt es verschiedene Mechanismen, mit denen sich die Psyche schützt. Und der stärkste dieser Mechanismen ist der Verdrängung. Das heißt, was nicht sein kann, das darf auch nicht sein, das gibt's auch nicht. Oder wie die Mutter eines Freundes von mir einmal, wie ich ihr etwas erklärt habe, was sie partout nicht hören wollte, hat sie mich groß angelächelt und gesagt, das gefällt mir nicht, das ignoriere ich. Das können wir also auch. Wir ignorieren die Klimakrise einfach.
Wenn Leute konfrontiert werden mit Tatsachen, die ihnen nicht gefallen oder die sie nicht vertragen oder die nicht in ihr Weltbild passen, dann verdrängen sie und dann werden sie auch aggressiv. Schönes Beispiel. Frank Rieger hat vor ein paar Tagen einen entsprechenden Tweet abgesetzt, wie aggressiv auch in den sozialen Medien die Leute geworden sind. Das hat schon was mit der Krise, auch mit der psychischen Krise zu tun, in der wir uns alle befinden. Das heißt, wenn ich mir etwas so und so erwarte in der Gesellschaft und das passiert dann doch anders, dann bekomme ich etwas, was die Soziologen eine kognitive Dissonanz nennen. Das heißt, ich sehe etwas, wo ich eigentlich etwas anders sehen soll oder zu sehen erwarte, und da kriege ich ein Problem mit. Und auf kognitive Dissonanzen, die, wenn sie schwer ausgeprägt sind und auch nicht weggehen, reagieren die meisten Menschen mit kognitiver Verzerrung. Man kann auch sagen, ein Reality Distortion Field. Also es wird verdrängt und es wird ignoriert und es wird wegargumentiert. Es ist ja so, dass wir heute in einer relativ wissenschaftlich definierten, in einem wissenschaftlich orientierten Zeitalter leben. Das ist, wir glauben nicht mehr daran, dass hinter jedem Busch irgendwelche Hexen wohnen und dass irgendwelche bösen Zauber, sondern wir sind wissenschaftlich basiertes Weltbild und wir glauben der Wissenschaft, was sie sagt. Wenn dann die Wissenschaft, das ist ja längst klar, dass die überwiegende Mehrheit der Wissenschaft heute den Klimawandel nicht mehr ignoriert, sondern sagt, oder nicht mehr leugnet, Verzeihung, sondern sagt, der Klimawandel ist da und wenn wir nicht demnächst das was tun, dann passiert das und das und das, alles sehr unerfreulich, dann reagieren die Menschen damit, dass sie diese Wissenschaft nicht nur ignorieren, sondern dass sie das irgendwie bewältigen, indem sie sagen, das ist Pseudo, das stimmt nicht. Also der Grund, warum die ganzen Verschwörungstheorien blühen und gedeihen, gerade in Zeiten großer psychischer Belastung, ist der, dass die überwiegende Mehrheit der Leute mit der Tatsache, was ihnen die Wissenschaft sagt, nicht umgehen will oder nicht umgehen kann, weil das nicht in ihr Weltbild passt und es daher nicht nur verleugnet, sondern es auch damit es dann auch so passt in dieses wissenschaftliche Weltbild, das wir uns aufgebaut haben, das wird dann erklärt mit, das ist nicht wissenschaftlich, das ist Pseudo, das ist Pseudo, das ist Verschwörungstheorie. Da gibt es eine Untersuchung, die hat ein britischer Wissenschaftler gemacht, ein Herr Professor, Moment, Stephen Lewandowski auf der Universität von Bristol, der hat untersucht bei Jugendlichen aus verschiedenen kulturellen Umgegenden, also auch Muslime und Konservative und Christen und auch jüdische Kinder und hat sie konfrontiert mit wissenschaftlichen Aussagen, die teilweise auch ihren religiösen und ideologischen Überzeugungen widersprechen und hat getestet, wo was negiert wird. Und da ist relativ klar herausgekommen, dass dort, wo die Wissenschaft an deine ideologischen Überzeugungen anstößt und das also sozusagen in der kognitiven Dissonanz nicht mehr auflösbar ist, wenn die Verzerrung eintreten muss, dann bleibt deine Ideologie bestehen und die Wissenschaft wird verzerrt als pseudowissenschaftlich abgetan. Um es bisschen banaler auszudrücken, wenn deine Religion und deine Weltanschauung und dein Weltbild dir sagt, dass diese Welt vor 6.700 und ein paar zerdrückte Jahren geschaffen wurde und vorher war nichts und dann die Wissenschaft kommt und sagt, nein, diese Welt ist mehrere Milliarden Jahre alt und das ist 100.000 und das ist 2 Millionen Jahre alt, dann musst du das als Pseudowissenschaft abtun, dann wird das verdrängt, dann kann das nicht sein. Und so funktioniert das in der Gesellschaft. Wir ignorieren nicht, weil wir das ignorieren wollen, als
als bewusste intellektuelle Handlung, sondern weil wir uns schützen, weil unsere Psyche damit nicht umgehen kann. Weil wir verrückt oder wahnsinnig werden würden, wenn wir uns vorstellen, dass diese Welt tatsächlich den Bach hinuntergeht. Was kann man dagegen tun? Nicht sehr viel. Ich habe keine Wunderlösung und ich habe auch kein Patentrezept. Ich kann nur das sagen, was die Grundlage dieses ganzen Divog ist, nämlich, dass wir Stück für Stück herangehen müssen, möglichst objektiv und dass wir die einzelnen Probleme kleiner herunterbrechen müssen, dass wir nicht aufhören dürfen, trotzdem gegen den Widerstand der Psyche oder der psychischen Verfasstheit der Mehrheit der Bevölkerung anzugehen und sagen, nein, das ist keine Pseudowissenschaft, nein, das ist Realität, nein, wenn wir mit dem Klima jetzt nichts unternehmen, dann wird es schief gehen. Aber bevor, wenn wir uns fragen, die Leute sind doch alle doof, wie können die nur, die können, ja, und das ist gesund so, sozusagen im Sinne der Menschheitsgeschichte, so schützt sich die Mehrheit der Menschen davor, weil sie sonst die Situation nicht aushalten würde. Wir müssen, also die wir erkannt haben, was da jetzt passiert, müssen vorsichtig und nicht alles auf einmal die Informationen möglichst aufteilen und in kleineren Portionen versuchen, so wie bei der Traumaaufarbeitung, dass wenn man alles auf einmal hinstellt, dann hält es nicht aus, fängst zu weinen an und machst zu. Genauso muss man auch vorgehen, wenn wir mit der Klimakrise auseinandersetzen und ihrer Rezeption innerhalb der Gesellschaft. Man muss die Situationen so weit runterbrechen, dass sie so klein werden, dass sie aushaltbar werden. Und wenn sie dann aushaltbar werden, dann kann man sie wissenschaftlich untermauern, dann werden sie auch rezipiert werden und angenommen und sozusagen als Einleitung zu dem, was wir jetzt 4 Tage machen werden. Wir werden uns damit auseinandersetzen, wie das funktioniert. Ich danke schön. Hast du eine Idee, wie man die Klimakrise den Leuten vergegenwärtigen kann? Das ist so ein schleichendes Problem. Kann man das irgendwie dringlich machen, den Leuten? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe, um es einmal so zu formulieren. Das, wenn wir könnten, wüssten, dann der kriegt einen Nobelpreis, wer jetzt mit einer guten Idee kommt. Jetzt ernsthaft, ich habe keine Patentlösungen. Ich bin vom Beruf her ein Journalist, ich kann die Probleme aufzeigen, kann sie beschreiben, kann sie darstellen, kann sie zusammenfassen, aber Lösungen habe ich auch keine. Ich nehme an, ja, was mir vernünftig erschien, ist, dass man das Thema oder die Problematik so scheibchenweise aufteilt, damit man es in ein Löffelchenweise eingibt. Ja, es ist mir schon klar, dass die Psyche von die Art, in der wir leben, ist ab demnächst morgen abgedreht. Panik, ja. Klar. Und dann muss man das setzen lassen und dann muss man sagen, also passt auf, nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist dann schon ein bisschen schlimm. Ja, das ist auch bei Traumata arbeitest du ja dich an so heran an etwas, dass du zuerst einmal ein Stückchen davon verarbeitest und dann so weit, wie du es gerade noch aushältst. Und sorry, ich habe auch keine Antwort. Wenn jemand hier mit einer Antwort antritt, welcome, der kann reich und berühmt werden damit. Und vielleicht rettet er uns alle. Ja, das leitet gleich, glaube ich, gerade über ganz gut in die nächste Frage. Was ist schützenswerter? Ich meine, dass die Psyche oder das Klima? Also ohne die Psyche zu schützen, verstecken wir uns alle und können das Klima nicht retten. Ohne das Klima zu retten, wird es irgendwann auch keinen Menschen mit Psyche mehr geben. Also man muss es einmal so sehen, dem Klima ist es wurscht. Ja?
dem Globus ist das Latte. Ja, dann gibt es halt keine Menschheit mehr. Wunderbar, dann ist endlich eine Ruhe im Haus. Uns wird es nicht mehr geben. Wir sind in der Bedrohung. Ja? Man muss das schon so sehen, dass die Klimakrise ist nicht eine Krise des Klimas oder des Globus, sondern das ist eine Krise unserer Existenzfähigkeit, unserer eigenen. Und das ist ein Dilemma, aus dem wir nicht rauskommen. Wir müssen, also es wird ganz banal, entweder wir stellen uns der Klimakrise oder sie frisst uns. Es tut mir leid. Ja, das ist ja das, was so so beängstigend ist in der Sache. Das ist so wie ein Train Crash in Slow Motion. Ja, wir wissen, wenn wir so weiter tun, ist das Ganze in 20 Jahren wahrscheinlich abgelaufen. Okay, ich kann sagen, ich bin jetzt dann 70, in 20 Jahren gibt es mich nicht mehr, oder wenn, dann ist es mir wurscht. Das ist aber kein Argument, so kann man nicht argumentieren. Die Menschheit muss sich dem Thema stellen. Sie wird es wohl müssen. Die Frage ist, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn es so unübersehbar ist, dass niemand mehr es übersehen kann, ob es dann nicht schon zu spät ist. Wenn man, so dummes Beispiel, der Meeresspiegel wird steigen 7 Meter. Wir haben bewohnen unter anderem ein Haus am Meer. Derzeit ist das Meer ca. 30 Meter entfernt, wenn man so hinuntergeht. Dann keine Ahnung, wann es dann auffallen wird. Wenn das Meer wirklich 7 Meter steigt, kann man, dann ist aus. Ja, dann ist alles unter Wasser. Dann sind 2/3 der Menschheit unter Wasser, zumindest in den Küstenregionen. Wann es ihnen auffallen wird, I don't know. I really don't know. Mhm. Aber ja, es ist schützenswert, ist beides, und wir müssen diesen Spagat irgendwie schaffen. Nein, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht müssen wir ja auch gar keine Panik haben, sondern wir müssen eigentlich nur ständig ein bisschen was tun und damit anfangen. Das ist wahrscheinlich das Richtige. Die große Frage ist das Bewusstsein, dass uns bewusst wird, dass, Verzeihung, mein Französisch, die Kacke am Dampfen ist, und dass wir dann schauen, okay, was können wir jetzt tun? Bisschen was tun wir ja auch, aber wahrscheinlich zu wenig und zu spät, as usual. Wenn wir Glück haben, kommen wir mit Hängen und Würgen drüber. Wenn wir Pech haben, haben wir Pech. So banal ist das. Ja, dann zur letzten Frage. Wie denkst du, was können wir tun, um wieder Hoffnung zu bekommen? Woran können wir unsere Hoffnung knüpfen? Die Hoffnung auf die Bewältigung der Klimakrise, würde ich jetzt... Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Da kann man nun mal, also man kann einen Glauben haben und sagen, der liebe Gott wird uns schon nicht den Kanal runtergehen lassen. Wenn wir unseren Teil dazu beitragen, das wird es wohl sein. Wenn man das nicht hat, ist es schwieriger. Ja, weil Glauben hilft immer. Man muss wahrscheinlich das Vertrauen in uns selber stärken. Wir haben das bis jetzt immer noch geschafft. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, ich glaube, seit ungefähr 10.000 Jahren hüpfen wir, oder seit ungefähr 30.000 Jahren hüpfen wir da jetzt über den Globus, das ist nicht sehr lange. Also wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir das gut gemacht, aber dann... Ja, das ist nicht sehr viel, ich gebe zu. Ich habe nicht sehr viel Hoffnung. Ich denke mir, ja. Zähne zusammenbeißen und weitermachen und schauen, dass wir uns nicht nachlassen. Und so viel wie nur irgendwie möglich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, jedes Stück Plastik aufheben, jedes Stück Papier der Wiederverwertung zuführen, jedes Stück Staniolpapier, also Aluminiumfolie, irgendwo aus der Natur klätseln, jede Fahrt mit dem Auto vermeiden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Stück für Stück für Stück und jeden anagentieren, den wir sehen, nie aufhören, irgendwo zu argumentieren, und ein bisschen Hoffnung werden wir auch wohl mitbringen können. Sorry, dass ich nicht mehr bieten kann. Den kann ich eigentlich nur voll inhaltlich anschließen. Danke, André.